So, da haben wir ihn mal umgedreht. Also, was ich sagen muss, ist einfach, das ist halt Ansmann typisches Problem. Die haben es echt nicht auf der Kette, so mit Servos und so ein Schwachsinn. Ich finde, ganz ehrlich, 6 Kilo Lenkservo und 6 Kilo Lenkservo, okay. Kann man machen. Finde ich aber ein bisschen zu wenig. Ich würde sagen 9 Kilo als Lenkservo. Vor allen Dingen, naja gut, es ist im Grunde genommen ein Buggy, also ein etwas größerer Buggy, aber er hat natürlich auch ein bisschen mehr Gewicht. Aber was ich wirklich damals auch schon zum Grauen bei Virus fand, ist das 3 Kilo Gas-Bremsservo. Ganz ehrlich, wo ich den Virus mir damals geholt hatte, das war ja mein erstes RC-Auto, wie viele wissen. Da ist mir das Gas-Bremsservo ist mir nach der ersten Fahrt kaputt gegangen. Das waren keine halbe Stunde. Da ist mir das um die Ohren geflogen, hat das gemacht. Oder war das Lenkservo? Ich weiß es, eins von beiden auf jeden Fall. Und nee, das war das Lenkservo. Und kurz danach, eine Fahrt danach, ist mir das Gasbremsservo kaputt gegangen. Also da war Ansmann noch nie so der Bringer. Aber da habe ich natürlich auch schon vorgesorgt. Natürlich. Da kommen Bluebirds rein. Zwei Stück, die haben, glaube ich, was haben die? 10 Kilo? 10,2 oder 7,2? Irgendwie sowas, aber das reicht auf jeden Fall für den Wagen locker aus. Und wenn nicht, kommen da mal irgendwann mal ein stärkeres rein. Aber ich denke mal, die 7,2 sind halt, glaube ich, die 7,2 oder sind da halt die 10,2? Ich meine, die 10,2 sind das. Halt. Die werden das Ding schon zum Lenken und zum Bremsen bekommen, wenn die kaputt gehen hier drin. Die lasse ich jetzt erstmal drin und guck, ob das nur ein Einzelfall bei mir damals war oder ob das wirklich immer so ist. Ich guck gerade mal was. Nee, das ist Metallritzel wie damals auch schon. Ja, weil ich konnte das nicht erkennen bei dem hier, ob das jetzt Plastik oder Metall ist. Oder besser gesagt Stahl, aber es ist Stahl. Und wie gesagt, hier sieht man auch noch, das Ding ist niegelnagelneu. Es ist Hammer. Ich kann dazu gar nichts sagen, weil einfach mehr als Hammer geht nicht. Es ist einfach, es gibt keine Worte für das. Natürlich, es ist ein Ansmann, klar, der hat auch da und hier seine Macken. Aber es ist ein neuer Ansmann. Ansmann produziert nicht mehr und es ist der wirklich sehr, sehr rare Short Course oder Short Cruise oder wie jetzt irgendjemand sagen möchte. Alleine den Wagen, den werde ich auch nur, also was heißt nicht selten fahren, aber den werde ich auch, damit werde ich nicht springen oder so einen Schwachsinn machen. Weil die Dämpferbrücken, kriegt man hier so eine Dämpferbrücke, das ist fast Nadel im Heuhaufen. Vor allen Dingen die Karo, die ist nicht Nadel im Heuhaufen, das ist schon, ja, das ist schon nicht mehr Nadel im Heuhaufen, das ist schon Nadel im Urwald. Das kriegt man nicht mehr. Die Karo, die ist wirklich sehr, sehr einzigartig. Und ihr kennt ja bestimmt auch Multikulti-Laser. Und bei dem ist es ja genauso. Der liebt den Wagen ja auch über alles. Und ja, ich musste ihn einfach haben. Das ging einfach nicht. Ich habe gedacht, scheiß drauf, verkauf die anderen und kauf dir den. Es ist ein Short Course oder ein Short Cruiser, wie auch immer. Und das ist natürlich so, von Team Durango oder von Losi gibt es, glaube ich, auch welche. Und der ein oder anderen Firma auch Nitro-Modelle, aber die sind dann so teuer, die sind dann, ich weiß nicht, die kosten dann 400 € und mehr. Und ganz ehrlich, der ist tausendmal geiler, ist einfach so, weil der halt auch sehr, sehr selten ist. Und ich war schon mal auf der Suche nach so einem, aber dann war da nur so ein abgeranzter mit einer abgeranzten Karo und da fehlte der Heckbumper, glaube ich, also der fehlte und der wollte dann immer noch, ich glaube, der ist dann im Endeffekt für 140 € weggegangen.
Und dann war einer drin, der war so voll abgeranzt, ohne Karo für, ich glaube, damals 40 Euro. Aber der war wirklich richtig abgeranzt und da habe ich gesagt, wenn willst du mal einen guten haben? Und da ist er, niegelnagelneu. Und es ist einfach der Hammer. Hätte ich nie gedacht, dass ich den mal niegelnagelneu kriege. Vor allen Dingen auch die Karo, da ist nichts dran. Also, der hat den, der Typ muss den wohl. Der hat ja nämlich auch ein Virus drin, den ist er nämlich gefahren. Er hat den wohl mal gekauft, hat ihn dann hingestellt, hat ihn dann vergessen oder was. Und ja, dann hat er ihn jetzt verkauft. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist echt Hammer. Ja, preislich waren wir dann bei, ich kann das ja sagen, bei 190 Euro. Sofortkauf habe ich dem, weil der war nämlich zum Mieten drin und da habe ich gesagt, was geht Sofortkauf mit Versand und allem drum und dran. Da lagen wir dann bei 190 Euro. Ist ein Stange Geld, klar. Finde ich aber in Ordnung. Voll in Ordnung, weil, wie gesagt, er ist rar. Er ist niegelnagelneu. Und für 190 Euro, was kriegst du da heutzutage schon? Da kriegst du einen. Den Really Generation X, also Buggy 2WD. Und ja, wie gesagt, man muss halt immer davon ausgehen, dass das niegelnagelneuer ist, ne? Nicht von irgendwelchen Preisen, die irgendwelche anderen Shortcuts kosten oder der in gebraucht oder wie auch immer. Ja, ich habe euch wieder genug voll gelabert. Und ja, da ich guck noch mal kurz was. Ne, die sind nicht geölt gewesen. Bei Really, sie waren ja damals immer geölt, aber bei Ansman nicht. Oder es ist schon vertrocknet, aber glaube ich eher weniger. Olum, geh. Nee, ist trocken. Ja, wie gesagt, niegelnagelneu. Schönes Auto auf jeden Fall. Und ich werde ihn jetzt gleich erstmal aufmachen und dann wegstellen. Und ja. Dann kommt auf jeden Fall die Tage nochmal auf euch was zu. Und ja, dann wird auch mal eingelaufen. Der andere muss ja noch eingelaufen werden. Und. Deshalb bei uns ist im Moment so scheiß Wetter. Da kannst du halt nicht einlaufen lassen, weil es nur am Regnen ist. Und. Und ja. Das war's vom Ansmann Short Cruise oder Short Course oder Short Cars oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein!